Jona läuft von Gott weg. Eines Tages sagte Gott zu Jonas: Ich möchte, dass du in die Stadt Ninive gehst. Sag den Leuten, dass ich sie bestrafen muss, weil sie so böse sind. Jona mochte Ninive nicht. Es war die Hauptstadt des großen Assyrenreiches. Die Leute in Ninive waren Feinde des Gottesvolkes. Sie waren für ihre Grausamkeiten bekannt. Jona war gegen Gottes Plan. Was soll ich in Ninive? Dachte er, und er tat etwas ganz Dummes. Er drehte Gott den Rücken zu und lief in die entgegengesetzte Richtung von Ninive. Aber Jona machte einen Fehler. Vor Gott kann man nicht davonlaufen. Gott ist überall und er weiß alles. Jona wollte fliehen, weit weg von Ninive und den Assyrern. Er ging in die Hafenstadt Jappo. In Jappo wanderte Jona am Kiel entlang auf der Suche nach einem Schiff, das ihn weit wegbringen würde. Schließlich entdeckte er eines, das nach Tarsis fuhr. Das war weit genug. Jona ging an Bord. Als das Schiff die Segel setzte, stieß er einen Seufzer der Erleichterung. Auf dem Schiff schlief Jona beruhigt ein. Er dachte, er sei Gott entkommen. Aber er irrte sich. Gott schickte einen starken Wind. Er wurde zum schrecklichen Sturm mit riesigen Wellen, die das Schiff wild umherwarfen. Die Seeleute auf dem Schiff fanden, dass es der schlimmste Sturm war, den sie je erlebt haben. Da muss jemand an Bord sein, der Gott wütend gemacht hat. Riefen sie sich über das Tosen des Sturmes zu. Jeder von ihnen betete zu seinem Gott und Retter. Nichts geschah. Der Sturm heulte immer lauter und die Wogen schlugen an Deck. Der Käpt'n befahl, die Ladung über Bord zu werfen. Aber das Schiff drohte trotzdem unterzugehen. Schließlich ging der Käpt'n unter Deck und rüttelte Jona wach. Wie kannst du bei diesem Sturm schlafen? Fragte er. Bete lieber, vielleicht kann dein Gott uns helfen. Die Matrosen versuchten herauszubekommen, wer schuld daran war, dass sie in diesen furchtbaren Sturm geraten waren. Sie kamen auch zu Jona. Wer bist du eigentlich und wo kommst du her? Brüllten sie über den Sturm hinweg. Zu welchem Volk gehörst du? Ich bin ein Jude. Mein Volk glaubt an den einen Gott. Der hat das Meer und das Land geschaffen. Vor ihm bin ich auf der Flucht. Die Männer erschraken. Sie haben schon von Gott Israel gehört. Wie kommst du bloß versuchen, vor Gott wegzurennen? Fragten sie entgeistert. Sie wussten, dass das nicht ging. Gott sieht alles. Dein Gott bestraft uns mit dem Sturm, warfen sie Jona vor. Was können wir tun, damit ihr aufhört? Jona sagte, es tut mir leid, dass ihr durch meine Schuld in Gefahr geraten seid. Wenn ihr mich über Bord werft, wird der Sturm aufhören. Ihnen blieb keine Wahl. Sie warfen Jona in das tobende Meer. Im selben Augenblick verstummte der Sturm, das Meer wurde still. Etwas Kaltes, Schleimiges berührte plötzlich seine Beine. Er öffnete die Augen und hätte sicherlich vor Entsetzen geschrien, wenn er nicht unter Wasser gewesen wäre. Ein riesengroßer Fisch schwamm um ihn herum. Bevor Jona auch nur überlegen konnte, wie er ihn entkommen würde,
öffnete der Fisch sein ungeheures Maul. Schwupp! Wurde Jona in den dunklen Schlund hineingespült und hinuntergeschluckt. Der Fisch war so groß, dass Jona in seinem Bauch sitzen konnte. Zum ersten Mal konnte er wieder atmen. Es war völlig finster und roch unangenehm. Dass der Fisch Jona verschluckt hatte, war kein Zufall. Gott hatte ihn geschickt. Jona sollte lernen, dass man vor Gott nicht davonlaufen kann. Ganz gleich, wohin man auch geht. Gott wollte, dass Jona nun seinen Auftrag ausführte und nach Ninive geht, um den Menschen dort seine Botschaft auszurichten. 3 Tage, 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Inmitten von Dunkel und Gestank begriff er allmählich, dass Gott sogar jetzt an diesem merkwürdigen Ort für ihn sorgte. Er bat um Vergebung, weil er davongelaufen war, und dankte Gott dafür, dass er ihn nicht vergessen hatte. Nach diesen 3 Tagen und Nächten ließ Gott Jona von dem Fisch ausspucken. Wieder hielt Jona den Atem an, als er herumgewirbelt wurde, doch schließlich lag er am Meeresufer in der Sonne. Zum 2. Mal sagte Gott zu Jona: Nun geh nach Ninive und sag den Leuten, was ich dir aufgetragen habe. Diesmal gehorchte Jona. Ninive war eine riesige Stadt. Jona wanderte durch die Stadt und Gassen. Dabei verkündigte er immerzu die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hatte. In 40 Tagen wird Ninive zerstört. Und er erzählte den Leuten in Ninive, dass Gott ihre Stadt von Erdboden vertilgen würde. Die Leute erschraken furchtbar bei Jonas Worten. Sie begriffen, dass Gott sie warnen wollte. Und sie glaubten an Gott. Sie legten ihre Purpurgewänder ab und zogen einfache, alte Sachen aus groben Leinen an. Sie aßen nicht und beteten den ganzen Tag. Alle, vom ärmsten Bettler bis zum reichsten Kaufmann, baten Gott um Vergebung dafür, dass sie so böse gewesen waren. Sogar der König von Ninive legte seinen königlichen Mantel ab, trug alte Leinenkleider. Für alle in der Stadt ordnete er eine Fastenzeit an. Weder Mensch noch Tier soll irgendwelche Speisen genießen, hieß es in den Erlass. Als Gott die ehrliche Reue der Menschen sah, vergab er ihnen, obwohl sie nicht sein erwähltes Volk waren. Hatten sie auf die Worte seines Propheten gehört, Gott erbarmte sich Ninives und zerstörte die Stadt nicht.